Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute lese ich aus Epheser 5, 18 bis 21. Betrinkt euch nicht, das führt zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Gott. So viel ist hier gesagt, soll man sich nicht betrinken, aber mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann kommt es mit Liedern. Mir scheint, es ist so zusammen hier, also wenn man die Lieder singt, so von Herzen, Gottes Lieder, wirklich, indem man Gott lobt und dankt, wie es hier steht, ja, dann werden wir auch mit dem Heiligen Geist berührt. Es ist was Besonderes, wenn man das im Heiligen Geist, es ist sehr schön, er sagt, jeder soll es machen, aber wenn man so miteinander singt und dann wird man so erfüllt. Und es gibt so besondere Lieder, die dann dich besonders erfüllen. Ja, bei verschiedenen Völkern sind es andere Lieder, aber Lieder, die den Herrn loben, wo man auch die Botschaft, die geistliche Botschaft weitergibt, das ist etwas Besonderes. Und ich habe mich erst noch als Kind bekehrt und dann hat meine Mutter mir gleich gekauft diesen Akkordeon. Und jenes Mal war es für mich jedoch schwer mit dem Akkordeon. Ich habe nicht so gutes Gehör. Mein Nachbar hat mir ein bisschen Zeit, wie man Noten hat. Und dann habe ich bemüht, mich zu spielen. Jemand sagt mir, ein älterer Bruder, eine Stunde spielen und singen. Und ich habe das befolgt. Ich habe dann diese Stunde gespielt, Akkordeon ziehen, Noten, gotisch lesen, war nicht so ganz einfach. Aber mit der Zeit habe ich das gelernt. Und immer, wenn ich gespielt habe, da kam auch die Oma. Meine Oma hat so viel gesungen. Die hat irgendwie, war besonders von den Liedern so begeistert. Aber wenn ich da spielte, da habe ich gemerkt, die hat alle Arbeit, also irgendwann keine Arbeit mehr bei ihr. Die war da irgendwo, hat auch etwas getan, aber hat mitgehört, mitgesungen. Und es ist was Schönes, es bleibt etwas, wenn du kennst, die Menschen sind von diesen Liedern aufgebaut. Und auch meine Mutter hat sehr viel gesungen. Ihre alle Liederbücher sind so viel, also so viel hat man aus ihnen gesungen, die halten kaum zusammen. Es ist wichtig, ja. Wir waren mal mit meinem Chef auf dem Baikalsee. Ja, da hat man eingeladen unsere Firma und wir durften unsere Programme zeigen. Eigentlich ist Optimierung, wie man gerade beim Maschinenbau viele Prozesse optimiert und dann kann man mehr Produktion auch haben. Ja, und wir haben das den Studenten, das waren Studenten von ganz Russland dort, waren am Meer gerade, sie haben im Wald gewohnt mit ihren Zelten und wir sind immer wieder dorthin gekommen und diese Lehrgänge gegeben. Unsere Frauen waren da am See, das ist eine wunderbare, sehr schöne Gegend. Und am Sonntag sind wir nach Irkutsk gefahren. Und Irkutsk, da wollte ich also irgendwie meinen deutschen Freunden und Kollegen zeigen, also eine russische Kirche, wie man singt, wie es eigentlich so der Gottesdienst abläuft. Und ich habe da lange gesucht, wohin soll ich sie führen. Und irgendwann habe ich eine Gemeinde gefunden. Die schien mir, da könnte es gut zugehen. Und dann sind wir auch dorthin gegangen. Ja, wir kamen kurz vor 10 und dann kommen auch die meisten Leute auch so ein paar Minuten vor 10, stellen sie hin und von Anfang gab es Lieder. Die Lieder hat man gesungen. Ein junger Mann geht raus, da waren noch ein paar vorne mit ihm, die gestanden sind und gesungen, ein paar Musikinstrumente und er sagt also dieses Lied an und betet und dann singen sie. Und ich habe dann musste noch übersetzen meinen Freunden, was da gesungen war, auf was in den Lieder. Und sie merken, bei manchen laufen die Tränen während des Singens. Es war so, so erfüllt alles mit dem Gesang und die russische Melodie hat manchmal so viel also Herz dabei. Und der Junge sagt dann auch, ich habe mich mal bekehrt während so Lobgesang vorne, wenn es vor der Versammlung noch mehrere Lieder gesungen, ich habe mich da bekehrt selber und ich so begeistert auch von dem Singen und betet jedes Mal. Und irgendwann kommt eine Frau raus, kniet sich nieder vorne und betet mit Tränen, Gott vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben rein. Ja, man hat angehalten, bis sie fertig war und hat weiter gesungen. Und das war so schön, dass man eigentlich, weil die Lieder und der Geist Gottes, wie es hier so schön heißt, weil der Geist Gottes schenkt diese Freude, wenn es so aus dem Herzen kommt. Und wenn alle miteinander von Herzen singen, vertiefen sich in dieses Wort und der Geist Gottes verbindet alle Menschen, dann ist es so ein wunderbarer Gesang. Es ist so schön. Es geht nicht nur um, ob sie jetzt viele Stimmen miteinander gesungen haben, weiß ich nicht. Ich gehöre nicht so sehr. Aber ich habe gesehen, alle haben wahrscheinlich meist die erste Stimme gesungen, aber voll und so von Herzen. Und das haben auch meine deutschen Kollegen gesehen. Sagen sie, das war aber schön. Und ich denke, es ist hier auch für uns, für jeden gesagt, wir sollen singen.
Ich kenne Menschen, die haben sich gerade vor Lieder bekehrt. Oder wenn sie gehört haben, ein Mensch arbeitet schwer, aber singt. Und durch das Singen bekommt er weiter Kraft zum Arbeiten. Er bekommt guten Mut. Das ist nicht umsonst hier also so stark gesagt. Ermutigt einander durch Psalmen. Er sagt, wenn nicht eventuell, aber nein, wir sollen singen. Und wir wissen auch in der Ewigkeit, da wird es auch gesungen. Auch zu Weihnachten kamen die Engel und haben gesungen. Also die Lieder, die haben es in sich. Und da sollte man auch schön, wenn gerade die Kinder es lernen und schon die Worte lernen, dann können sie ihr Leben lang immer singen, weil es geht nicht nur um Melodie, es geht auch um die Worte, weil die Worte, die sind, haben geistlichen Inhalt, die geben uns Kraft und das ist was Besonderes, will jeden ermutigen, also mehr zu singen. Ja und ja, in dieser Welt weiß ich, es ist nur immer, schaltet man etwas ein und hört zu, nein, singt selber von Herzen und der Herr wird euch segnen, wirklich.